Im Spiel will jeder gewinnen. Jeder Zug hat nur einen Zweck, den eigenen Vorteil. Spiel und Leben funktionieren nach demselben einfachen Prinzip. Wer gewinnen will, muss Egoist sein. Wissen, was der andere denkt, ist der Schlüssel zum Sieg. Aber wenn jeder gewinnen will, wird auch jeder berechenbar. Was zählt der freie Wille, wenn man berechnen kann, was der nächste Zug sein wird? Ist unsere Autonomie nur eine Illusion? Wie jeder, welchem glaube, der sich irgendwie damit befasst, stellt sich doch die Frage, was kann eigentlich eine Demokratie noch sein in so einer Gesellschaft? Und darum wollte ich mir das mal selber klar machen. Und habe dann relativ schnell auch festgestellt, dass zwischen Staaten und Einzelwesen gar kein großer Unterschied mehr ist, weil auch der Einzelne immer stärker spürt. Einerseits sagt man ihm in dieser neuen Ökonomie, du kannst alles erreichen, alles ist möglich, aber individuell hat er immer öfter das Gefühl, ich habe gar keine Autonomie mehr, so wie die Souveränität der Staaten. Und darüber wollte ich nachdenken. Der FAZ-Herausgeber Frank Schirmacher erzählt die Geschichte einer großen Manipulation. In seinem neuen Buch Ego beschreibt er, wie es dazu kommen konnte, dass wir alle zu Marionetten im großen Spiel wurden. Das, was das Spiel bis heute am Laufen hält, ist laut Frank Schirmacher das Erbe des Kalten Krieges. Den Finger am nuklearen Abzug begann in Ost und West ein Spiel des gegenseitigen Belauerns, der Täuschungen, der Angst. In diesem Klima der Furcht wurde im Westen eine Theorie geschaffen, die bis heute Macht über uns hat. Ihre Grundannahme, jeder handelt nur eigennützig und will den anderen besiegen. Nur der eigene Vorteil zählt, Moral spielt keine Rolle. Diese Theorie, Rational Choice Theory, Spieltheorie, hängt alles miteinander zusammen, hatte aufgrund des Systemkonflikts mit der Sowjetunion ein paar sozusagen Grundlagen eines neuen Menschenbildes geschaffen, die sehr, sehr wirkungsvoll waren. Das eine war vom anderen grundsätzlich das schlechteste Denken. Beide hatten die Atombombe, beide konnten sich gegenseitig vernichten. In diesem Spiel, das dort gespielt wurde, musste man annehmen, der andere will nicht selber zerstört werden. Das war eine Annahme. Also er hat ein egoistisches Interesse zu überleben, aber er will uns auch angreifen. Die Theorie des radikalen Egoismus beginnt als mathematisches Gedankenspiel. Einer ihrer Vordenker, John Nash, brillanter Mathematiker, Vorbild für den Film A Beautiful Mind und Wirtschaftsnobelpreisträger. Nach dem Kalten Krieg gehen die Väter der Spieltheorie an die Wall Street. Der Schauplatz verlagert sich, aber das Denken bleibt dasselbe. Der Gegner sucht immer nur den eigenen Vorteil, also ist er berechenbar. Mit Formeln, Algorithmen, Computern. Der Egoismus wird automatisiert und die Maschinen schaffen sich ihren eigenen Menschentypus. Wenn Sie eine Theorie, die gar nicht so outspoken, also so deutlich die Menschen sozusagen erreicht, sondern nur indirekt über Systeme des absoluten Eigennutzes modellieren, wissen wir, dass das Menschen verändert. Wenn Sie eine Theorie aufbauen, im Grunde denken Menschen nur an sich und selbst in der Kooperation tun sie es nur, weil sie letztlich davon profitieren, wissen wir, dass das performativ ist. Das schafft die Wirklichkeit, die es beschreibt. Das heißt, sie ist nicht nur deskriptiv, sondern sie ist auch normativ. Und das ist das eigentliche Gefährliche. Heute handeln die Maschinen der Wall Street so, wie sie es im Kalten Krieg gelernt haben. Sie attackieren sich gegenseitig. Milliardenbeträge werden vernichtet. Wir werden zu Zuschauern. Das große Spiel geht weiter, auch im realen Leben. Die Staaten werden vom politischen Akteur zum Spielball der Märkte. Für die Egoismusautomaten sind sie Konkurrenten, die es auszutricksen gilt. Ganze Nationen kollabieren, der Einzelne spielt in diesem System keine Rolle. Die Menschen spüren, dass sie Gefangene eines Spiels sind, auf das sie keinen Einfluss haben. Was erlauben wir? Welches Spiel wollen wir spielen? Wollen wir ein uneigentliches Spiel von Spielzügen, verdeckten, heimlichen, von indirektem Reden in unseren Demokratien? Oder wollen wir etwas anderes? Honorieren wir sozusagen offenes Spiel mit dem anderen? Und das ist die Frage, die sich uns jetzt stellt. Frank Schirmacher stellt im Ego die richtigen Fragen, liefert Analysen, keine Antworten. Dennoch wird deutlich, die Kritik am Diktat der Ökonomie ist bei den Konservativen angekommen. Wird die ehrwürdige FAZ gar zum Flaggschiff der Kapitalismuskritiker? Auch die FAZ und das, wofür wir hier, glaube ich, alle, auch die Geschichte dieser Zeitung, war immer auf der Seite, und das ist ja denen, von denen ich jetzt auch hoffe, dass da die, sozusagen der Ausweg kommt,
von Realwirtschaft, von Mittelstand, nehmen Sie Familienunternehmen, die finden das ja auch alle ganz schrecklich, was dort passiert. Das sind Unternehmen, die Marx vielleicht noch Kapitalisten genannt hatte, aber das sind Unternehmen, die sagen, wir sind mehr auf Nachhaltigkeit. Diese ganzen, das, woraus Deutschland besteht, der deutsche Mittelstand, ist sozusagen hier mit im Boot der Kapitalismuskritik. Die Logik des Kalten Krieges ist zur Logik der Zivilgesellschaft geworden, korrumpiert sie. Und die Egoismusmaschinen spielen das große Spiel längst ohne den Menschen. Der Verlierer steht von vornherein fest. Wir alle.